Einen wunderschönen guten Abend, hier ist wieder euer Lausbieber und wir spielen Surviving Mars weiter. Nachdem wir letztes Mal schon den Grundstein gelegt haben, wir haben hier unsere Solarkollektoren für die Stromerzeugung, die Treibstoffproduktion. Hier läuft jetzt die Produktion von Edelmetallen an, die Gesteinsabfälle verarbeiten. Und wir haben dann unseren Commander und quasi unsere Zonenhubs hier nach Westen gerade gebaut, weil hier dann unsere, ich sag mal, Kolonie entstehen soll. Hier kriegt man sehr schön drei, vier Kuppeln unter. Wir haben einen Aussichtspunkt, wir haben Wasser, bevor wir das hier über die halbe Karte transportieren müssen. Das wird eh schon mit dem Beton erstmal Schwierigkeit. So, aber damit wir die Sektoren hier noch ein bisschen schneller erkunden, bauen wir noch einen Sensorturm. So, wir haben Sol 4 und die Rakete ist gleich vollgetankt. Sehr schön. Wunderbar. Und dann fliegt die erste Rakete wieder zurück. Und dann haben wir wieder den Meilenstein erreicht. Und dann ist sie wieder auf dem Weg zur Erde. So, da mussten wir auch einstellen, dass die priorisiert werden, was Strom angeht. Jetzt noch keine Verbindung. Ach, hier unten. Transportwege sind im Moment natürlich extrem. Und die müssen das auch jedes Mal hier umfahren. Also es wird auch was dauern, bis der Beton dann hier rüber kommt. Oder sie fahren mitten durch. So, und dann könnten wir uns schon mal überlegen, wo wir die Kuppel hinbauen. Ich hätte jetzt gesagt hier, weil dann können wir nämlich die zweite Kuppel irgendwo hier oben hinbauen. Haben wir den Sektor jetzt erkundet? Noch nicht. Oh, sehr schön, noch ein Wasservorkommen. Ja, zwar ungünstig an der Stelle, weil dann müssen wir die Aussichtsplattform. Weil wir wollen natürlich das Wasservorkommen gerne ausbeuten, wollen aber natürlich die Aussichtsplattform auch mitnehmen. So, die können damit helfen. So, der Sektor ist gut, wenn der gescannt wird. Danach ist es mir eigentlich fast egal. Dann haben wir zumindest hier unten den ganzen Bereich einmal aufgedeckt. Die sind fleißig am Einlagern. Bitte nur keinen Treibstoff und keine Edelmetalle. Alles andere können sie einlagern. Das muss man dann eh nach und nach alles rüberholen. So, und dann können wir uns jetzt eigentlich an den Bau der Kuppel begeben. Das wird jetzt erstmal das nächste Projekt. Genau den Aussichtspunkt drauf, das ist ja natürlich ideal. Wenn das Wasservorkommen erschöpft ist, kann man dann immer noch hier unten was hinbauen. So. Da wäre auch noch drauf.
jetzt auch erstmal noch keine Verbindung. Das ist ja jetzt nicht so schlecht. Und gerade noch so drin. Gut, Metallhammer, Betonhammer. Jetzt mangelt es dann nur wahrscheinlich an Kapazitäten für die Drohnen. So. Und da reißen wir einfach jetzt zwei Drohnen dem noch zu. Obwohl, das sind immer noch viel zu viele. Weil die ist die wichtigste, weil die natürlich alles, die Waren von A nach B transportiert. So. Jetzt hat man auch lange keine Anomalie mehr. Wäre natürlich schön, wenn da noch ein, zwei kommen würden. Obwohl wir da schon Glück hatten. Und dann könnte man es auch überlegen. So. Da liegen die Ressourcen. Die müssen dann auch erstmal weggeräumt werden. Und wir brauchen noch hier im Westen eine Landeplattform. Für die ganzen Kuppeln. Ach, weil wir dann den Treibstoff wieder über die halbe Karte transportieren müssen. Aber die Leute müssen ja auch da irgendwie hinkommen. Research complete. So, live vom Mars. Kommen jetzt mehr Bewerber. Ah, sehr schön. Das ist auch immer gut. Erde-Mars-Initiative gibt uns einfach durch unseren Sponsor, in dem Fall Brasilien, nochmal 100 Forschungspunkte mehr. Wie gesagt, am Anfang recht stark. Später, wenn wir dann die ersten Forscher haben, wird der Bonus natürlich schwächer, aber gerade am Anfang hilft uns das halt ungemein. So, Landeplattform. Dann machen wir die hier oben. Wir müssen dann überlegen, wie wir, dann werden wir doch den Treibstoff hier machen müssen. Und auch die Nahrung. Ja, wir machen einfach alles erstmal und dann müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze verteilt. Treibstoff haben wir sehr schön schon 43. Ist nämlich auch wichtig für die. Jetzt haben wir hier das abgelegene Marslabor. Okay, kostet uns richtig viel. Zumindest am Anfang. Und da wird schon fleißig produziert. Oh, der verbraucht natürlich 10 Strom. Dann lassen wir den nachts auch aus. Wichtig hier ist der Treibstoff. Das sind jetzt 4 Drohnen, in der Mitte 8 und da auch 8. Und die helfen damit einzusammeln. Wie steht's hier? Die Polymere haben wir fast. So, Polymere sind jetzt vollständig und jetzt kohlen sie wahrscheinlich alles andere heran. Dann könnten wir hier überlegen, die Sauerstoffversorgung aufzubauen. Und Wasser kann man natürlich auf einem kurzen Weg holen. Jetzt haben wir auch schon 6 Edelmetalle. Sehr schön. Oh, da hätten wir auch noch mal einen Aussichtspunkt. So, was haben wir denn? Ein Staubsturm. Genau, Solarkollektoren außerhalb von Kuppeln funktionieren nicht, Feuchtigkeitsevaporatoren und Moxis für den Sauerstoff. Also den Sturm müssen wir leider abwarten, bevor wir unsere ersten
Kolonisten holen, dann sollten wir uns auch mal überlegen. Ein Windrad lohnt sich halt hier gar nicht. 4%. Wenn wir das hier oben bauen, hat es 39. 39% und hier oben 79%. Aber bis wir hier hochkommen, wird es wahrscheinlich noch was dauern. Ich mag die Windräder eigentlich, weil sie eigentlich fast ununterbrochen produzieren können. Müssen wir schauen, wie wir es machen. Zum Glück haben wir schon drei Stirling-Generatoren, das heißt, die Drohnen-Hubs werden auf alle Fälle funktionieren. Und die Ware weiter transportieren. Oh, eine verwaiste Drohne. Warum war die denn verwaist? Die ist wahrscheinlich von dem Thron, von dem Commander hier. So, was haben wir hier eigentlich an Wassermenge? 12.000. Langt mehr als genug. So, und die sind, glaube ich, fleißig am Beton hin und her kommen. So, genau. Da sollten jetzt eigentlich alle Drohnen permanent Beton holen. Okay, jetzt kennt ihr die Sektoren. Naja. Elektrostatischer Sturm. Die funktionieren nicht. Minus 18. Am besten schalten wir die aus, dass wir einfach so wenig Verbraucher wie möglich haben. Eieiei. Klar, der Blitzschlag trifft natürlich den einzigen Stromversorger, den ich habe. Nicht genug Strom. Nicht genug Strom. Sector scan. So, da haben wir einen Stromleck. Resources are low. Ja, jetzt produzieren wir zumindest wieder genug, dass hier alles funktioniert. Oh, Gesteinsabfälle haben wir fast keine mehr. Die Kuppel will ich aber eigentlich, dass die Jungs die noch fertig kriegen.
Nahrungsrettung haben wir erstmal genug. Ja, am Anfang sind diese ganzen Stürme und sowas halt ärgerlich. Sie verzögern halt alles. Die Arbeit wird in einigen Stunden fortgesetzt. Ja. Ich glaube, einen schalten wir einfach ein. Das sollte noch gerade so passen. So, haben wir noch ein bisschen Wasser gefunden. Sehr schön. Ne, hier oben war das. So, wir können ja schon mal gucken. Physik. Ich nehme es jetzt einfach mal mit, die unterirdische Heizung. Wir liegen ja jetzt in keinem Gebiet, was kalt ist. Aber dass ich hier in der Physikforschung gerade komme. So, und denen gehen die Gesteinsabfälle aus. Ui, durch einen Blitzschlag getroffen. Nee. Schaffen sie gerade noch zu reparieren hier. So, 18 Stunden bis der Sturm vorbei ist. Sehr schön. Noch eine Anomalie. Ein Durchbruch. Sehr schön. Das bitte wieder in Betrieb gehen. Breakthrough discovered. Oh, schönen Durchbruch. Nice. Das gefällt mir sehr gut. Rohre werden sofort und kostenlos gebaut und können keine Lecks mehr bekommen. Das bräuchten wir jetzt auch noch für Strom. Ärgerlich, wenn wir durch den Sturm das jetzt nicht schaffen. Müssen wir uns nämlich auch fast beeilen. Was? Die Sol 15 angeht für die ersten Menschen. So, kommt Jungs. Oh nein.
auch beinahe abgeschlossen. Bau eine Kuppel, ja. Es wird jetzt ein knappes Ding. Resources are low. Forschungspunkte würde ich halt gerne kriegen. Priorität, Jungs, hier. Breakthrough discovered. Und noch die Passe Kryoschlaf. Sehr schön, viele Aussichtspunkte. Kann man das ganze Gebiet hier als Stadt quasi deklarieren. Aber ich muss erstmal gewinnen hier. Kommt, Jungs. 7 Beton noch. Wieso hat er nur 2 Drohnen? Eieiei. So, Jungs, und jetzt fertig. Schnell bauen. Ah, Glück gehabt. So, jetzt brauchen wir Wasser. Und am besten noch einen Stromspeicher. Und noch ein paar Solarpaneele. Dann brauchen wir Wasser. Einen Wasserturm. Und die entsprechenden Rohre. Und dann bauen wir noch einen... Ja, wo haben wir es denn? Moxie. Ja, wir bauen jetzt erstmal hier hin. Den kann man ja später immer noch umbauen. Und dann planen wir noch die Kuppel. Apartments. Kriegen wir halt nicht so viele Kolonisten unter. Ja, das kostet natürlich auch Unmengen an Polymeren. Wir fangen erstmal jetzt mit 2 hohen Anlagen an. Und wir brauchen Nahrung. Könnten wir überlegen, ob wir die auslagern. Für den Anfang wird es das auch erstmal tun. Und so ein paar minimalistische Sachen. Wir brauchen auf alle Fälle ein Lebensmittelgeschäft.
dass die Jungs einkaufen gehen können. Resources are low. So, Kindertagesstätte. Wir haben am Anfang eh noch keine Kinder. Einen kleinen Park. Und dann können wir überlegen, da lassen wir da unten das Feld frei, um dann den Durchgang irgendwann zu bauen. Und wir gucken, ob wir so Fitness. Und am besten gucken wir, dass wir die Fabrik bauen für Maschinenteil. Dann holen wir uns die noch schnell. Mit einer Nachschubkapsel. Genau, Polymere und das. Da ist aber schon wieder kein Platz mehr. So, wie gesagt, jetzt sind sie hier oben. Die Sauerstoffproduktion läuft sehr gut. Hier unten die Solarkollektoren laufen auch. Wasser fehlt noch für die Kuppel. Aber wir bauen hier oben einfach auch noch ein Treibstoffdepot. Da wird das nach und nach alles rüber transportiert. Sector scan. Select a sector to scan. So, ach, jetzt habe ich ja auch nicht die Landeplattform. Aber das ist ja bei der Fabrik jetzt auch erstmal egal. Die kann man ja auch da noch landen. So, was ist jetzt mit dem Beton hier? Das braucht Beton. Okay, wir brauchen Unmengen an Beton, der da transportiert wird. Resources are low. Ja, weiß ich. So, wir sind so 13. Dann sollten wir jetzt die ersten Passagiere holen. So, wir brauchen Fabrik. So. Ja, ein bisschen können wir noch warten. Jetzt muss man erstmal priorisieren, das Wasser. So, wir brauchen auf alle Fälle Botaniker.
So, ein Botaniker, drei Stück ist das Minimum, was wir brauchen. Und viel Fast-Hippie Gamer nehmen wir auch mit. So, dann brauchen wir einen Touristen. Da haben wir ja schon den ersten. Ein paar ohne Spezialisierung. Mediziner nehmen wir auch schon mal mit. Ingenieure brauchen wir vor allen Dingen für die Produktion. Ein Mediziner langt erstmal, dann nehmen wir noch den mit und so, Hammer. Dann starten wir mal unsere erste Rakete mit Passagieren. Dann war es auch jetzt auch schon wieder für diese Sendung. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal dann, euer Lausbieber.